Yo, willkommen zu Crunk MMA, los geht's! Charles Oliveira gegen Benil Dariush erwartet uns am 6. Mai 2023 im Prudential Center in Newark. Und Leute, dieses Lightweight-Bout wird hart krank und glaubt mir, UFC 288 wird Schock pur. Oliveira wird versuchen, sich mit einem Sieg gegen Dariush von der Niederlage gegen Islam Makhachev zu erholen, die seine 11 Kämpfe Winning Streak unterbrochen hat. Auf der anderen Seite steht Dariush allerdings, der seit 2018 eine beeindruckende 8 Kämpfe Winning Streak führt, mehr als ready für den kommenden Superfight. Der Unterschied zwischen Oliveira und Dariush liegt ohne Frage in der Erfahrung. Kampftechnisch hat Oliveira eindeutig die Oberhand, die Anzahl seiner Kämpfe, die Spitzenkämpfer, die er beseitigt hat, und das abnormal stark. Dariush hingegen hat zwar nicht annähernd die Erfahrung von Oliveira, allerdings denke ich, dass er die größte Herausforderung für Oliveira sein wird. Die große Frage, die sich bei Dariush stellt, ist, ob er einen Elitekämpfer wie Oliveira mit seinen Waffen tatsächlich schlagen kann. Dass Oliveira Dariush droppen kann, empfinde ich ohne Zweifel als sehr wahrscheinlich, aber ich bezweifle es etwas, dass Oliveira es schaffen wird, Dariush leicht, die Betonung liegt auf leicht, auf den Boden zu bringen. Für mich wird es zum Großteil des Kampfes ein Schlagabtausch im Stand. Strikes für Strikes sehe ich Oliveira mit einem leichten Vorteil vorne. Eine Prediction, einen schnellen K.O.-Sieg für Oliveira auszusprechen, weiß nicht. Damit bin ich an der Stelle ein bisschen vorsichtig. Beide haben ein stabiles Kinn. Oliveira kann genauso gut von Dariush gedroppt werden, erholt sich aber schnell und selbst auf Chicken Legs weiß er sich noch zu helfen. Nochmal, Oliveira, seine Erfahrung wird ein wichtiger Faktor sein. Seine Submission Skills spreche ich ihm überhaupt nicht ab, aber gegen Dariush sehe ich es einfach als echt schwierig, ihn auf den Boden zu bringen und zu subben. 16 Submission Siege hin oder her, Dariush finde ich hat die Power, Oliveira niederzuschlagen, ihn zeitweise unten zu halten. Für den Fall, dass der ein oder andere den Kampf auf den Boden verlagert, bin ich für eine 50-50, 60-40 Situation für Charles Oliveira. Würde anschließend aber eher auf Benil Dariush wetten, dass der das Ding macht und sich einen Titelkampf sichert. Facts, Body Facts, Charles Oliveiras Niederlage versus Islam Makhachev via Submission, Arm Triangle Choke, Event, UFC 280. Seine Reach 188 cm auf 1,78 m Körpergröße. Benil Dariush, letzter Kampf, letzter Sieg gegen Matheus Gamrot via Unanimous Decision, Event, UFC 280. Seine Reach 183 cm und die gleiche Körpergröße bei 1,78 m. Mama, Mama, Mama.